Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute wollen wir uns ein paar Kisten hier in Saramortis anschauen, denn ich habe hier einen NPC freigespielt, der schimpft sich Olea. Und dieser NPC hat gegen, ja, doch eine Menge von den Schiffen der ersten Kisten anzubieten, und zwar Oleas Truhe. Und dort können anscheinend einige Timok-Sachen drin sein, die man, soweit ich gesehen habe, auch mal verkaufen kann. Und dort können auch verschiedene Materialien drin sein, die man fürs Craften braucht. Und ich hoffe, ich habe ein bisschen Glück und kriege das richtige Zeug raus. Diesen Typen müssen wir aber erst einmal freispielen. Ich zeige euch das jetzt einmal hier. Wenn wir quasi die Kampagne auf zumindest 3 von 7 gespielt haben, dann haben wir in der Höhle des Verbannten ja diese Schiffrin-Skill-Konsole. Und da brauchen wir einmal dieses Verständnis des Altesischen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann kriegt ihr dementsprechend eine Quest, die hier startet. Das sind dann etwa so 10 Quests, die ihr hier machen müsst. Und wenn ihr die beendet habt, dann ist es quasi so, dass der NPC einfach da oben draußen vor der Höhle rumsteht. Und dann könnt ihr euch einige Sachen holen. Da gibt es unter anderem einen Pet. Da könnt ihr das Poco-Viech hier quasi überall hin mitnehmen. Kostet, glaube ich, 500 Schiffrin. Dann gibt es ein Toy, wo ich auch schon ein Video zu gemacht habe. Das kostet auch nochmal 100 Schiffrin. Dann gibt es 2 Soul-Shape-Gestalten. Die kostet eine 1000 und eine 500, also zusammen 1500 Schiffrin. Und ja, wenn man das Zeug alles hat, dann kann man sich dementsprechend die anderen Sachen kaufen. Ich habe mir das Toy, das Pet schon geholt. Ich habe mir auch, wie ihr seht, die 2 Soul-Shape-Dinger vorhin schon geholt mit meinem Main. Der ist ja Nightfee. Und jetzt wollen wir noch ein paar Kisten aufmachen. Ein bisschen was von den Schiffern habe ich jetzt noch über. Ich denke mal, 4 Kisten müssten rausgehen. Und ja, schauen wir mal, was drin ist. Kiste 1 und Kiste... Ah, man kann immer nur eine tragen. Perfekt. So, machen wir mal die erste Kiste auf. Ich habe einen Schimmer des Raubtums bekommen. Okay. Gut, das ist ja ganz nett. Das brauche ich ehrlich gesagt nicht. Super wäre es, wenn ich Schimmer der Befriedigung kriegen würde. Dann wäre ich richtig befriedigt, ich sag's euch. Das ist nämlich richtig kacke zu farmen. Gut, und dann war noch ein bisschen Gold drin, ne? Also es war jetzt eher so eine Nullnummer. Da machen wir mal nochmal eine auf. Kiste Nummer 2. Was haben wir denn da alles drin? Da waren jetzt ein bisschen Gold ist drin. Okay, Legendary Essenz. Diese Genesis-Splitter oder Partikel und ein Stab ist da drin gewesen. Gut, ich sag mal so, der Marktwert ist jetzt hier irgendwie 27k, 50k regional und Minimum Sofortkauf ist 4k. Aber ich würde sagen, den lernen wir mal. Das ist ein Timok-Item, den können wir uns mal anschauen. Das ist das Ding hier. Ja gut, vom Hocker haut mich das Teil jetzt nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber... Es ist ein Timok-Ting mehr, ne? Jetzt habe ich nicht geguckt, ob er das hätte auch verkaufen können. Wird beim Anlegen gebunden. Also das Ding... Ja klar, es hat ja einen H-Wert. Okay. Nevermind. Also das hätte man auch verkaufen können, tatsächlich. Gut, also wenn ihr einen Haufen Schiffrin über habt, dann könnt ihr die hier investieren. Dann würde ich sagen, schaue ich mal mit dem anderen auch nochmal rein, was wir da so rausziehen können. Die sind halt relativ teuer, ne? 700 ist schon einiges. Hier habe ich jetzt auch nochmal 2k über. Die haben... Achso, nee, das geht nicht. Dann machen wir das mal so. Nochmal eins auf. Okay, da waren jetzt nur Splitter drin oder Partikel und ein bisschen Gold. Oder nicht mal ein Gold, ne? Ein paar Silber. Aber gut, die Dinger brauche ich auch noch zum Craften tatsächlich. So, dann holen wir uns noch eine Kiste. Dann haben wir da drin wieder ein paar Partikel und eine Legendary Essence. Okay, also ja, die Legendary Essence, die ist im Moment auch noch ganz gut was wert. Wird wahrscheinlich jetzt die Tage noch ein bisschen sinken, aber das ein oder andere Gold und sonst kann man mit den Schiffrin der ersten ja nichts anfangen. Ist so eine ganz gute Möglichkeit, um die so ein bisschen quasi loszuwerden. Das war's mit einem kleinen Opening-Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit auch so ein bisschen weiterhelfen, was ihr mit euren Schiffrin noch anstellen könnt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Chilla, bis dann. Ciao.